Dortmund, deine Haltestellen. Benannt nach Straßen, Gebäuden oder Landmarken. Die meisten ziemlich eindeutig, andere aber wirklich rätselhaft. Also gehen wir mal einigen Namen auf den Grund. Im südlichen Hombruch liegt zwischen der A45 und ländlichem Gebiet die Bushaltestelle Silberknapp. Silberknapp. Ist in Dortmund das Silberknapp geworden oder wie? Oder was kann das Ganze sonst noch für eine Bedeutung haben? Wir hören uns lieber mal um, denn wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich denke mal, da hat man mal Silber gefunden. Aber warum knapp? Kenne ich nur die Knappen. Da denke ich an Fußball direkt. Das sind ja dann die bösen Blauen, ne? Also aus der Geschichte her ist mir nichts bekannt, dass in Dortmund großartig Silber verarbeitet worden wäre. Da fällt mir nur ein Brot knapp ein. Knapp, eng. Könnte man sagen auch. Der Silbersee, oder wie hieß der? Die sind ja eher eine Kohlestadt gewesen, dass die Kohle versilbert worden ist. Versilberte Kohle? Reden ist ja bekanntlich Silber. Also rede ich doch mal mit einem Silberschmied. Natürlich kann der auch in Gold, aber zu Reinhold Wieleke in Körne kommen die Kunden von weit her, um sich ihre Silberschmuckstücke anfertigen zu lassen. Mal sehen, was er so da hat. Das ist alles Silber. Einmal Feinsilber, wie dieser 1 Kilo Silberbarren. Das hat einen Wert von 750 Euro. Ui, damit kann man schon mal arbeiten. Und aus dieser Silberunze hier schmiedet er mir jetzt vielleicht einen Silberknapp? Oder was wird das jetzt hier? Natürlich wird's ein Silberring. Wieleke bietet ja auch Do-it-yourself-Seminare an. Also darf ich auch mal klöppeln. Wie beim Zahnarzt, ne? Jetzt. Völlig schmerzfrei bringt mich der letzte Schliff vom Profi wieder zu meiner Frage. Aber schon noch ein bisschen knapp. Ja. Moment, knapp. Ja, ich bin ja eigentlich auf der Suche nach der Bedeutung des Namens Silberknapp. Das ist jetzt Silber zum Beispiel hier aus einer nahegelegenen Silbermine? Nein, es gibt weder in Dortmund noch in Nordrhein-Westfalen noch in Deutschland irgendwo Silbervorkommen. Die ersten Silbervorkommen im näheren Umfeld findet man in Österreich. Ja, das setzt dem Ganzen ja die Krone auf. Kein Silber in Deutschland? Also eine Sackgasse. Zeit für ein Käffchen, um meine Gedanken zu sortieren. Ich glaube, ich recherchiere mal zur Ritterknappe. Experten fürs Mittelalter sind laut Internet in Dortmund die Federfalken. Ja. Vielleicht stand direkt hier im Mittelalter eine Burg mit vielen Rittern in silbernen Rüstungen und mit Knappen und... Platz wäre jedenfalls hier in Kruke genug gewesen. Schön aufpassen übrigens mit der Aussprache, ne? Na, da kommt doch gleich ritterliche Stimmung auf, wenn ich Claudia und Henrik Völker sehe. Hallo, ihr zwei. Hallo. Ihr seht so aus, als wenn wir miteinander telefoniert hätten. Kann das sein? Ja. Also, das heißt, ihr gehört zu den Federfalken? Genau. Könnt ihr mir vielleicht erstmal erklären, was ihr seid? Was seid ihr, Federfalken? Wir sind eine mittelalterliche Lager- und Schaukampftruppe. Oh, Schaukampf? Was ist das für Schaukampf? Schwertkampf ist das. Oh, wow. So lassen die Show beginnen. Aber bitte nur mit Silberknappe, ja? Claudia und Hendrik zeigen mit ihrer Gruppe auf Märkten historische Tänze und szenisches Fechten. Geil. Jetzt soll ich? Boah. Es kann nur einen geben. Rechte Hand uns das Parier, linke Hand auf den Knauf. Okay. Und dann machst du von der Schulter zur Hüfte. Nimm dies und das. So sage er mir nun, was war ein Silberknapp? Schönen Dank, das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber eigentlich bin ich ja wegen des Haltestellennamens Silberknapp hier. Hat das mit den Knappen zu tun, mit den Rittern? Oder nein, kannst du mir das hat mit Ritterknappen gar nichts zu tun. Knapp ist ein altes Wort für Abhang. Ach, okay. Und Silber deshalb, weil hier auch Kalkstein in den Hängen war und die weiß schimmerten, heißt es Silberknapp. Ah, okay. Ja, danke für die Auflösung. Dieses Rätsel ist gelöst. Auf zur nächsten Haltestelle.